Laut Statistiken lebt jedes 10. Paar in Österreich als Patchwork-Familie. Doch ist Patchwork wirklich das Familienmodell der Zukunft? Ein wichtiges Thema, das beim Dienstag in der Zentrale der Steirischen Volkspartei daher im Zentrum stand. Gemeinsam mit hochkarätigen Gastreferenten hat man über die Vor- und Nachteile des neuen gesellschaftlichen Ideals diskutiert. Ich meine, wir sind alle unheimlich auf Selbstverwirklichung und Optimierung getrimmt von vornherein. Wir evaluieren ständig unser Leben. Gibt es nicht noch was Besseres? Gibt es nicht noch den besseren Partner, den besseren Handyvertrag, den besseren Stromanbieter? Ich denke, das ist etwas, was die Dauer und das Funktionieren von Beziehungen auf alle Fälle erschwert. Man kann in der klassischen Familiensituation eine wunderhübsche Fassade und dahinter Katastrophe erleben. Man kann im Patchwork eine wunderhübsche Fassade und dahinter Katastrophe erleben. Man kann aber auch in allen Familiensituationen Positives erleben, das sich mit dem Idealbild übereinstimmt. Und das Idealbild ist überall, dass Menschen mit anderen Menschen leben wollen, die sich füreinander verantwortlich fühlen, die zueinander stehen, treu sind. Ehen gehen zu Bruch, neue Liebesbeziehungen entstehen und damit auch neue Familienmodelle. Es ist kein Modell, weil sich niemand, ein Modell plant man und niemand denkt sich aus, ich werde mal eine Patchwork-Mutter oder ein Patchwork-Vater. Jeder, ich traue mich das zu sagen, 99,9% in der Gesellschaft wollen in der Paarbeziehung Kinder kriegen und ihre Kinder aufziehen und nicht den Schmerz einer Trennung erleben. Wenn es dann aber soweit ist, dann kann man das gut oder schlecht machen mit den Kindern und Patchwork an sich ist noch kein wertender Begriff. Ich denke mal, es gibt glückliche und unglückliche Konstellationen. Vater und Mutter sind nicht mehr zusammen, trennen sich. Das bedeutet für das Kind erstmal natürlich traumatisches Erlebnis, Ereignis. Scheidungskinder haben oft Probleme, später langfristige Beziehungen einzugehen. Das klingt jetzt alles brutal, aber es ist wissenschaftlicher Konsens, dass es da doch einige Probleme gibt, die man aber allerdings auch lösen kann. Zwar keine Idealvorstellung, aber lebbar ist das Modell für die Standardredakteurin Colette Schmidt. Als Patchwork-Mutter spricht sie dabei aus eigener Erfahrung. Im Großen und Ganzen haben wir mit viel Arbeit auch das, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Das heißt, wir verstehen uns untereinander nicht schlecht, wobei das verschieden ist. Ich habe nicht zu jedem Vater das gleich gute Verhältnis. Ich würde auf jeden Fall im Fall von zwei Vätern sagen, es ist wirklich freundschaftlich. Aber meine Töchter möchten gerne heiraten und Kinder kriegen und mit einem Mann zusammenbleiben. Überrascht mich wenig. Das ist das Ideal nach wie vor. Was sie schon leiden macht manchmal, sind schon Vorurteile. Also wenn eben Leute abfällig über Patchwork-Familien oder so mitleidig über Scheidungskinder reden, das betrifft meine Töchter mittlerweile schon. Was für mich ganz wichtig ist, dass wir den jungen Menschen Mut machen, aus unseren eigenen Lebenserfahrungen erzählen, nicht idealisieren, nicht ein zuckerrosa Bild vorgaukeln, dass Herausforderungen immer da sind, die bewältigt werden können, ob sie jetzt dazu führen, dass eine Beziehung weitergeht oder aus dem Bruch einer Beziehung hoffentlich ein neues Lebensbild entstehen kann. Ich weiß es aus meiner eigenen Kindheit, wenn die Eltern glücklich sind, dann fühlt man sich selber auch recht wohl. Und das ist wohl das Wichtigste. Der nächste Dienstag findet am 30. April im Landhaus statt. Dabei dreht sich alles um die Arbeitswelt und Finanzpolitik der Zukunft.